Heute sagen wir manchmal, dass ich zu viel von Schabbat spreche. Beginnen wir mit der Tatsache, dass es in fast jedem Kapitel erwähnt und mehrmals in der ganzen Tora angesprochen wird. Schauen wir uns doch mal die aktuelle Parascha an. Wir erfahren über die heiligste Schöpfung, welches die Tora ist, gleich nach der Erwählung des heiligsten Ortes, und Gott könnte sie mit jedem Gebot verbinden. Mit Kashrut, Brit Milah, Tfilin, mit Gesetzen der Familienreinheit, der Heirat oder der Geburt von Kindern, mit bestimmten Aufgaben, die der Hohepriester tun musste, mit der heiligen Arbeit, die Moshe Rabbeinu tun musste, mit Gesetzen des Gerichts, der Landwirtschaft oder des Handels. Es gibt ganze 3 Traktate im Talmud, welche die Regeln des Handels beschreiben. Warum nicht diese Gesetze? Warum nicht Leute davor warnen, Schweinefleisch zu essen oder die Pflicht, sich bescheiden anzuziehen? Wenn man von den 613 Geboten wählen könnte, zwischen dem Tempeldienst und der Tora, sagt Gott nein. Ein Gebot ist die ganze Tora. Und genau dieses eine Gebot gleicht allen anderen 613 Geboten. Aus diesem Grund steht im Shulchan Aruch, dass jemand, der Schabbat nicht hält, alle Gesetze der Tora bricht. Sagen wir, du findest ein Schlupfloch. Du entscheidest dich also, alle Gebote mit Ausnahme von Schabbat einzuhalten. Es bringt dir gar nichts. Absolut nichts. Null. Man wird als ein Nichtjude betrachtet. Zu 100%. Nach dem Shulchan Aruch kann jemand, der Schabbat nicht einhält, nicht mehr als Jude betrachtet werden. Wenn er ein Glas Wein berührt, darf man es nicht trinken. Man muss es loswerden. Wenn er Kaddisch sagt, schadet es nur der Seele im Himmel und hilft ihm nicht. Eigentlich sollte er gar kein Kaddisch sagen oder ein Gebet führen. Es gibt eine Streitfrage, ob es erlaubt ist, überhaupt über ihn Kaddisch zu sagen, über die Person, die kein Schabbat hält. Rav Ovadia Yosef sagte, wer den Schabbat hält, hat das Recht, Geld mit Zinsen zu leihen. Du weißt selbst, dass das Verleihen von Geld mit Zinsen für Juden eine sehr große Sünde ist. Jedoch wird jemand, der den Schabbat bricht, nicht mehr als Jude angesehen. Also kann man von ihm auch ruhig Geld mit Zinsen verlangen. Viele Leute verstehen das nicht. Viele Leute kennen einfach die Bedeutung des Schabbats nicht. Sie wissen nicht, welche Konsequenzen das mit sich zieht. Die 86 Seiten beschreiben Strafen für denjenigen, der den Schabbat nicht hält. 86 Seiten. Jemand, der am Samstag mit dem Auto zur Synagoge fährt, hat ein ernsthaftes Problem. Die Tora sagt, und das ist, was hier steht. Hashem sprach zu Moshe, rede mit den Kindern Israels und sprich zu ihnen. Achtet gut darauf, dass ihr meine Schabbate haltet. Der Grund dafür, warum hier Schabbat im Plural steht, ist nicht, weil es ihn mehrmals die Woche gibt, sondern es liegt daran, dass man nicht einfach einen einzigen Schabbat halten kann und dann denken kann, dass jetzt alles in Ordnung ist. Denn es ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Generation zu Generation, damit ihr erkennt, dass ich Hashem bin, der euch heiligt. Ihr sollt den Schabbat halten, denn er ist etwas Heiliges für euch. Wer ihn entweiht, muss mit dem Tod bestraft werden. Muss mit dem Tod bestraft werden, im Hebräischen Mot Yomat. Mot Yomat bedeutet eigentlich nicht, mit dem Tod bestraft werden. Es bedeutet vielmehr Tod über Tod, also 2 Todesfälle. Mot bedeutet Tod in dieser Welt und Yomat bedeutet, dass derjenige keinen Anteil an der nächsten Welt hat. Wer an ihm eine Melacha verrichtet, dessen Seele soll aus dem Volk abgeschnitten werden. Das Brechen von Schabbat gehört zu den größten Sünden im Judentum.
ist es für Gott so schmerzhaft, wenn wir den Schabbat brechen? Warum ist das wie Götzendienst? Wir haben bereits gesagt, dass Götzendienst den Verdienst aller Gebote annulliert, nicht wahr? Warum ist also Schabbat halten so wichtig? Eigentlich hat Gott Schabbat nur für uns gemacht. Es hat nichts mit ihm zu tun. Was soll das bedeuten? Eigentlich hat Gott für die Erschaffung der Welt nur einen Augenblick gebraucht. Es dauerte keine 6 Tage. Er brauchte keine 6 Tage, um den Mond zu machen. Er musste nirgendwo anrufen oder Verträge mit Baufirmen unterzeichnen oder sich mit Bürokratie rumschlagen. Er braucht das nicht. Wenn Gott derselbe Gott aus der Tora ist, bleibt er gleich. Das heißt, er ändert sich nicht. Was bedeutet, dass er unbegrenzt ist. Er kann machen, was er will. Was wiederum bedeutet, dass er die Welt in einem Augenblick erschaffen hat. Und während der nächsten 6 Tage brachte er alles auf seinen richtigen Platz. Warum sollte er das tun? Warum nicht alles an einem Tag oder in einer Sekunde erschaffen? Nun, ich habe die Sonne und den Mond erschaffen. Ich habe die Sterne geschaffen, die Planeten, das Gras, 10.000 verschiedene Arten von Tieren. Wofür braucht er jetzt ausgerechnet 6 Tage dafür? Er dachte sich, wenn ich dem Volk Israel, welches der Sinn der Schöpfung ist, nur einen Tag in der Woche gebe, so wird jeder Tag gleich sein. Aber wenn ich ihnen 6 Tage pro Woche gebe, wird jeder Tag anders sein. Wenn ich ihnen jedoch 7 Tage in einer Woche gebe, so können sie 6 Tage arbeiten, wie auch ich bildlich gearbeitet habe, während ich am 7. Tag geruht habe. Aber nicht so, dass er müde wurde und schlafen wollte. Gott ruht nicht. Er muss morgens nicht aufstehen und dann erstmal wach werden. Also sprach Gott weiter. Ich möchte, dass sich meine Kinder so fühlen wie ich. Ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, sich wie ein König zu fühlen. Ich möchte, dass sie an der Schöpfung teilhaben. Wir können uns aber nicht so wie Gott fühlen. Was gebe ich ihnen dann also? Ich gebe ihnen ein Gefühl, welches ich am Schabbat hatte. Was ist das für ein Gefühl? Einfach mit der Arbeit aufhören, welche man davor gemacht hat. Einfach aufhören, etwas Neues zu erschaffen. Mit dem aufhören, was ich 6 Tage lang gemacht habe. Ich habe aufgehört und sie müssen auch aufhören. Tatsächlich bedeutet es, dass sich ein Jude am Schabbat wie ein König fühlen soll. Und das ist der Grund, warum Gott den Schabbat gemacht hat. Warum ist die Verletzung der Schabbat-Vorschriften so schmerzhaft für Gott? Warum wird er wütend, wenn wir ihn brechen? Weil er dir Folgendes sagt. Ich habe die Welt eigentlich innerhalb einer Sekunde oder sogar weniger als in einer Sekunde erschaffen. Die Zeit hat keine Bedeutung für ihn. Sie hat keine Kontrolle über ihn. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, es gibt keinen Unterschied für ihn. Ich schuf die Welt in einem Augenblick, was auch immer ein Augenblick sein mag. Er hat es in einem Augenblick geschaffen, nicht wahr? Gleichzeitig jedoch habe ich mich verringert, um den Prozess der Schöpfung in die Länge zu ziehen, für dich. Für dich, damit du dich so fühlen kannst wie ich. Für dich, damit du an der Schöpfung teilhaben kannst. Für dich, damit du dich so fühlen kannst wie Gott. Anstatt dich bei Gott dafür zu bedanken, Baruch Hashem zu sagen und den nächsten Schabbat kaum zu erwarten oder Gott dafür zu bitten, damit du dich gut auf den Schabbat vorbereiten kannst, was sagst du? Wie eine Frau, dass du diesen Brillanten nicht haben willst. Ich begrenze mich, du aber willst dich aufgrund deiner Gewohnheiten nicht begrenzen? Für ihn, für diesen Juden begrenze ich mich? Aber er will sich nicht für den Schabbat begrenzen und mit seiner Arbeit aufhören, seinen Fernsehen ausschalten, sich mit nichts anderem beschäftigen? Deshalb ist das Brechen von Schabbat so schmerzhaft für ihn. Rambam sagt, dass derjenige, der die Regeln des Schabbat beachtet und ihn heiligt und sich an ihm erfreut, dieser wird eine beachtliche Belohnung in dieser und in der nächsten Welt bekommen, abhängig von dem, wie sehr er den Schabbat geschätzt hat. Nur damit ihr wisst, wie wichtig es ist, echte Teshuva zu machen. Alle Sünden können dir durch das Halten von Schabbat vergeben werden. Sogar wenn jemand einen Götzen angebetet hat, wenn er dann den Schabbat nach der Halacha hält, wird ihm sogar dieser Götzendienst vergeben werden. Das ist die wahre Stärke von Schabbat. Ohne Schabbat gibt es keine Vergebung, überhaupt nicht. Derselbe Rambam erklärt, dass das Gebot vom Schabbat den Wert aller anderen Gebote hat und es damit eine ewige Verbindung zwischen dem Heiligen, gelobt sei er, und uns ist.
Das sind die Wörter vom Rambam, nicht von mir. Somit bleibt eine Person, die ein anderes Gebot nicht erfüllt, immer noch ein Jude. Sie vergessen das Gebet nach dem Essen. Sie sind mit einer anderen Frau, mit der sie nicht sein dürfen. Verschiedene Dinge. Sie rasieren sich mit einer Klinge. Frauen sind nicht bescheiden. Wiederum verschiedene Dinge. Leider gibt es viele Möglichkeiten zu sündigen. Aber ungeachtet dessen gelten sie immer noch als Juden. Zwar schlecht, aber immer noch jüdisch. Jemand, der den Schabbat öffentlich vor anderen bricht, am Schabbat fährt, raucht, beziehungsweise jeder weiß, dass er raucht, dieser gilt in den Augen des jüdischen Gesetzes als einer, der den Goyim angehört. Nicht nur, dass dieser nicht mehr ein Jude ist, nein, er gilt als Götzendiener. Ein Jude zu sein ist schon schlecht, aber das ist jetzt eines seiner kleinsten Probleme. Dieserjenige ist nämlich wie ein Götzendiener. Das ist Rambam, Hilchot, Shabbat, 30. Um für seine Sünde zu sühnen, muss derjenige zu Tode gesteinigt werden. Das ist die Konsequenz. Wenn er nicht gesteinigt wird, wird die Verbindung zwischen Gott und der Seele abgeschnitten. Deswegen. Und jetzt kommen wir zum gruseligen Teil. Ist die Steinigung eigentlich etwas Gutes für ihn? Die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass solch eine Lehre existiert. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass man Schabbat so viel wie möglich halten soll und dass der Rest schon kommen wird. Keine Spur. Das ist deine Pflicht. Es ist nie angemessen zu sündigen. Es ist nie okay, nicht zu halten. Der Schöpfer hat gesagt, dass wir das machen müssen. Aber was passiert, wenn ich deshalb finanzielle Verluste kriege? Am Schabbat mache ich doch das meiste Geschäft. Okay, dann eben von nun an nicht. Du musst dich davon überzeugen, dass Gott weiß, dass deine Teschuva echt ist. Leute verstehen das nicht. Gott macht keine Scherze. Da wir noch leben, haben wir noch eine Chance. Wie ein großer Chacham einmal sagte, solange die Kerze brennt, haben wir noch eine Chance für Teschuva. Das ist, was uns Gott gesagt hat. Er scherzt nicht. Es spielt keine Rolle, ob du die Tora für eine Woche hast, oder ob du sie erst heute bekommen hast, oder ob du sie schon seit 3000 Jahren ignorierst. Das ist irrelevant. Sobald du erfahren hast, dass Schabbat existiert, hast du dich daran zu halten, nach deinem besten Wissen.